Nochmal herzlich willkommen beim heutigen Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Johannes Loh, ich bin Sales Trader bei Ayondo Markets und heute werden wir uns ansehen, natürlich den DAX und auch einige andere Indizes, dann Währungspaare und Rohstoffe und im zweiten Teil werden wir uns auch einen Top-Trader ansehen, der auf unserer Plattform aktiv ist. Bevor wir dazu kommen, da möchte ich dann noch einen kurzen Hinweis geben, nämlich alles, was heute besprochen wird, ist keine direkte Aufforderung zum Handel oder einem Top-Trader zu folgen. Es dient lediglich zur Information und die letztliche Entscheidung zum Handel liegt beim Teilnehmer selbst. Also dann schalten wir gleich zu den Taten. Und zwar sehen wir uns gleich hier mal den DAX an, der ja eine erfolgreiche Woche hinter sich hat oder sich hier darin befindet. Nämlich neue Rekorde, 13.500 ist da hier durchbrochen worden und das heißt neuer Rekord für den DAX und seitdem gab es eine kleine Korrektur, aber heute Morgen ist er dann auch gleich wieder im Aufwind und die 13.500 sind weiterhin im Visier. Wie wir hier sehen, ist dann die 13.405 jetzt hier ein kleiner Widerstand hier, der heute Morgen nicht durchbrochen werden konnte. Im Moment jetzt der DAX bei 380 circa und der nächste Unterstützungspunkt wäre dann auch wieder bei 13,45 und heute im Laufe des Tages wird sich dann noch weisen, ob der sich aus diesem Range, aus diesem Bereich hier hervorarbeiten kann, entweder nach unten oder nach oben. Auf jeden Fall der DAX im neuen Rekordbereich und das ist natürlich sehr erfreulich, wenn wir uns hier uns etwas rausbewegen, hat das dann eben schon seit letzter Woche hier begonnen, Anfang November, dieser positive Trend über die 13.200 Mal und dann hier, wie wir gesehen haben, eben die 13.500, der neue Rekordstand. Wenn wir uns auch einen anderen Index ansehen, der auch neue Rekorde bricht, so ist es der Dow Jones, also der Wall Street Rolling hier und hat eben hier die 23.500 durchbrochen und ebenso wie der DAX auch etwas korrigiert und ist jetzt eben bei der 23.550 circa und eben auch die US-Aktien im Aufwind begriffen und das ist natürlich auch ein sehr gutes Signal aus Nordamerika für auch unsere heimischen Aktien hier. Also werden wir sehen, ob sich das weiterhin fortsetzen kann. Ein Währungsmarkt spielt natürlich auch der US-Dollar sehr stark mit und zwar, wenn hier natürlich der Euro runtergeht, geht US-Dollar rauf. Das heißt, der Euro jetzt in einer schwächeren Phase mit 1,15,9 $. Und das heißt, ein starker US-Dollar ist in den letzten Wochen zu verzeichnen und auch ein schwächerer Euro, der natürlich auch etwas beitragen kann zum starken DAX. Der British Pfund hat hier auch hier eine Abwärtsbewegung gemacht und dieser Zeitpunkt hier korreliert auch mit dem Zeitpunkt der Zinsentscheidung der Bank of England, die da ihre Zinsen angehoben hat. Und normalerweise ist es natürlich so, dass dann eine Währung dann eher ansteigt. Aber in diesem Fall war das so, dass sehr viele Investoren daran zweifeln, dass die fundamentale Lage in der britischen Wirtschaft dann auch so gut ist, dass da eine Zinsanhebung gewährleistet ist damit und somit fiel der British Pfund dann auch gleich ab gegenüber dem US-Dollar von
Dollar 32,8 auf momentan 31,3. Und wir werden dann sehen, ob sich der starke Dollar hier weiterhin auch weiterhin fortsetzen wird. Auf den Rohstoffen gibt es interessante Vorkommnisse, und zwar in Saudi-Arabien, wo es einige innenpolitische Änderungen gibt oder sagen wir eine kleine Krise stattfindet, so einige Festnahmen und das ist natürlich ein Anzeichen für politische Instabilität im größten Erdölerzeugerstaat der Welt und somit gibt es eine etwas unsichere Versorgungslage zum Erdöl und somit konnte der Ölpreis dann auch sehr stark ansteigen. Dann auch diese Woche sehr deutlich über der 60-Dollar-Marke, Dollar 64, nee, also 64 Dollar, um es korrekt zu sagen, hat es hier dann erreicht, im Moment bei 63 Dollar. Und ja, also wenn diese Krise dann weiterhin anhält in Saudi-Arabien, kann es natürlich weiterhin zu steigenden Ölpreisen führen. Auch außenpolitisch gibt es ja dann auch wieder eine Verschärfung der Krise mit dem rivalen Iran. Und falls sich das weiterhin dann noch verschärfen wird, dann kann natürlich auch weiterhin der Ölpreis steigen. Ein OPEC-Meeting ist ja in einigen Wochen dann auch wieder angesagt und auch die Drosselung der Produktion scheint weiterhin beschlossene Sache zu sein, dass auch dann Russland dann auch wieder mit dabei ist, um die Produktionsdrosselung dann auch weiterhin fortzuführen über das erste Quartal von 2018 hinaus. Was gibt es dann noch? Dann natürlich der Goldpreis. Also im Moment der Goldpreis verzeichnet hier keinen Trend, also relativ volatil zwischen der 1.280 und 1.265 hier. Es gibt ja hier also im Goldpreis keinen richtigen Trend zu verzeichnen. Eine andere sehr wichtige, die Kryptowährung Bitcoin, natürlich in den letzten Wochen, Tagen und Wochen natürlich auch wieder sehr stark angestiegen, über der 7.000-Dollar-Marke, im Moment 7.300. Also wir werden da natürlich hier diese Währung weiterhin im Auge behalten. Was können wir handeln? Heute natürlich um 16:30 Uhr dann natürlich wieder der Erdöllagerbestand. Und wir wissen ja, wenn der Bestand stark ansteigt, ist es ein Zeichen für Überversorgung auf dem Ölmarkt und wird den Ölpreis weiterhin nach unten treiben. Falls das Öl knapp wird, wird natürlich der Preis steigen. Also hohe Volatilität heute um 16:30 Uhr zu erwarten. Wie immer am Mittwoch bei der Bekanntgabe des Lagerbestandes. Ein wichtiger Termin natürlich auch die Berichtssaison. Und hier sehen wir die Vonovia-Aktie, wo man da auch schon absehen konnte, dass es ein sehr gutes Quartal wird. Also die steigenden Preise bei den Mieten führt natürlich zu steigenden Einnahmen. Und heute Morgen hat das sich sehr positiv ausgewirkt für die Vonovia-Aktie. Und im Moment korrigiert sich das dann auch etwas wieder. Aber generell seit Anfang dieser Woche, seit 2 Wochen fast schon, der Aktienkurs von Vonovia natürlich auch im Steigen begriffen. Hier sehen wir auch einen anderen DAX-Titel, nämlich die Heidelberg Zement. Und hier sehen wir da ein sehr gutes Ergebnis, hatte es ein sehr gutes Quartal und konnte hier natürlich mit einem Gap eröffnen. Und
hier natürlich sehr gute Zahlen für die Aktie von Heidelberg Zement. Gibt es denn Fragen dazu, bevor wir zum zweiten Teil unseres Webinars kommen? Also ein Service, das auch angeboten wird, ist die Unternehmensergebnisse und ganz aktuell. Also hier geht man hier auf dann Tools und Services, wenn man hier im Trade Hub sich befindet. Und die Unternehmensergebnisse findet man dann hier unter dem Economic News. Und hier findet man dann die Termine, wo dann auch Zahlen veröffentlicht werden. Und die wir hier sehen, dann auch mit dem morgigen Tag, zum Beispiel die Adidas-Aktie, Commerzbank-Aktie, also die auch einige große DAX-Titel, die da mit dabei sind und ihre Zahlen bekannt geben. Und die kann man dann natürlich auch, die kann man natürlich heute schon handeln und auch zum Beispiel Siemens. Und auf jeden Fall wird es dann kann es dann natürlich morgen zu großen Veränderungen dann kommen und natürlich auch in weiterer Folge am 10. Allianz zum Beispiel und die ganze Berichtssaison. Diese Liste wird natürlich laufend aktualisiert und hier können Sie natürlich gleich ansehen, wann man diese Aktien dann noch handeln kann. Falls es dann keine weiteren Fragen gibt, möchte ich gleich dann weitergehen. Zum zweiten Teil, nämlich zum Top-Trader, der auf unserer Plattform aktiv ist. Wie gesagt, das sind keine direkten Empfehlungen, sondern es sind dann interessante Trader in diesem Fall. Top-Trader Barbara, der im Moment auch schon über 300 Follower hat. Deshalb möchten wir uns mal diesen Trader genauer ansehen. Ist ein Real Money Trader, was hier mit dem R hier angezeigt wird. Das heißt, er hat sein eigenes Kapital eingezahlt und handelt damit. Ist in der vierten Karrierestufe, also das heißt noch nicht mal ein Jahr dabei, aber doch schon kurz davor, die höchste Karrierestufe zu erreichen. Trader Risk Score zwischen 1 und 10, 1 das niedrigste und 10 die höchste. Und somit ist dieser Risk Score etwas höher. Also das natürlich zu beachten, wenn man jetzt ein niedriges Risiko haben möchte, diesen Top-Trader hier dann auch dieses auch zu beachten. Handelserfahrung mit über 10 Jahren angegeben, Performance seit Beginn über 120%. Hier der maximale Drawdown mit 21,63%. Also noch immer innerhalb der Werte von 25%. Und die Performance, wie wir hier sehen, seit April ist richtig aktiv. Und im Juni einen Verlustmonat, aber ansonsten alle Monate positiv und vor allem im Oktober sehr erfolgreich gewesen. Und das trägt natürlich auch sehr dazu bei, dass dann dieser Trader in letzten Phasen sehr viele Follower auch dazu gewinnen konnte. Kapitalverteilung, also Germany 30, Rolling, also rund ein Viertel. Ist da der DAX gehandelt, dann Wall Street und Switzerland Index. Auch hier ist Tech 100 Index, wird dann auch sehr viel gehandelt. Gold und einige andere europäische Indizes. Und knapp 20% sind dann doch andere Werte und wir werden uns gleich da ansehen, was da gehandelt wird. Also die offenen Positionen, also in der Anzahl sind es im Moment 52 offene Positionen und auch dieser Trader verfolgt eine Strategie mit Bullish-Aktien und war damit, wie wir gesehen haben, im Oktober sehr erfolgreich. Und hier, wie wir sehen, auch einige, also wie wir sehen, bullische Aktien, also Bullish-Aktien, einige Indizes, die dann auch Short gehandelt werden. Auch Gold, teilweise auch Short. Und wie wir sehen, auch Germany 30 auch mal teilweise Short. Aber generell die Aktien alle mit Long-Positionen. Und wie wir hier sehen, auch
Der überwiegende Teil wird mit Take Profit abgeschlossen, also ist automatisierte Handelsstrategie. Auch ab und zu wird mal manuell ausgestiegen, was man hier sehen kann bei Exit. Und was auch relativ neu ist auf unserer Plattform, die Performance, die angezeigt wird, ist natürlich reine Performance. Und was man hierbei dann auch sehen kann, sind die Gebühren, die entstanden sind, um diesen Profit auch zu machen. Gebühren heißt Finanzierungskosten und Dividenden manchmal, das kommt vor. Aber meistens dann doch die Finanzierungskosten und hier haben wir diese auch hier auch aufgelistet. Und zwar haben diese für diesen Trade dann auch 39,21 € betragen und somit ist der Nettogewinn etwas geringer als hier der Bruttogewinn hier ausgewiesen wurde. Diese Kosten können natürlich immer wieder sich unterscheiden und deshalb wird hier nur die richtige Performance angegeben. Und auch wenn man jetzt selber einen Trader folgt, hat man dann selber natürlich auch diese Finanzierungskosten, die aber natürlich anders sind als dieser Betrag und somit kann man sich natürlich auch sollte man sich auch diese Finanzierungskosten immer wieder ansehen. Wenn wir uns hier diese Liste weiterhin ansehen, Seite 2, Take Profit. Die meisten Trades in Take Profit abgeschlossen, wie wir sehen. Und auch mal Stop Loss, auch mal ein Stop Loss dabei natürlich. Und wie wir sehen, dann weiterhin Take Profit Positionen mit Apple jetzt mal sehr viel Gewinn gemacht. Hier Stop Loss Tesla, wie wir wissen, der Trader geht immer long, also Tesla hat hier mal Verluste gemacht und somit wurde der Trader mit Stop Loss ausgestoppt. Das kommt auch mal vor. Und hier Spain, also der spanische Index, hier ist er long gegangen. Und hier hat der Top-Trader damit mit diesem Index dann auch einige Gewinne mitnehmen können. Wie wir hier weiterhin sehen, Amazon natürlich auch hat natürlich auch eine sehr gute Phase. Und mit einem Long Trade kann man hier natürlich auch einige Gewinne mitnehmen. Siemens, Amazon auch hier. Einige Stop-Loss mit dem Switzerland Index. Und wie wir sehen, aber wirklich der überwiegende Teil mit Take Profit abgeschlossen. Einige Stop-Loss und einige mit manuellem Exit. Durchschnittliche Trade, eine Frage, die Trade-Häufigkeit. Und zwar kann man hier sehen, Anzahl der Trades, die getätigt wurden. Und hier kann man sich nochmal sehen, hier 1700 Trades. Und man kann dann eben hier sehen, wie viele offene Positionen man hat oder der Top-Trader hat. Und auch in der Transaktionshistorie sieht man dann auch, wie viele Trades da gemacht wurden. In der Performance-Übersicht ist das so, dass hier, wenn man sich im Profil des Traders befindet, dann sieht man hier auch die offenen Gewinne, Verluste. Dann die werden hier in dieser Performance-Grafik auch noch mit dargestellt. Und generell ist es so, dass also offene Positionen, die sind ja noch nicht realisiert. Also man muss dann natürlich abwarten, bis diese realisiert werden. Und ist ja so, der Top-Trader kann ja nicht mehr als 25% seiner Margin dann auch einsetzen. Das heißt, diese offenen Positionen sind natürlich auch begrenzt. Also er kann da nicht jetzt 100% der Margin einsetzen und da unbegrenzt offene Positionen haben. Das geht natürlich nicht. Aber natürlich einige offene Positionen muss man natürlich auch zugestehen und auch vor allem wenn diese Strategie hoch automatisiert wird, die dann mit Take Profit geschlossen wird. Und somit kann man natürlich offene Positionen hier in Kauf
Jemen. Woran sieht man, dass er mit echtem eigenem Kapital handelt? Also es wird angezeigt hier mit diesem R, dass er eigenes Kapital eingezahlt hat. Unsere Top-Trader handeln natürlich mit sehr viel unterschiedlichem Kapital. Und somit wird hier das immer auch dann auch einheitlich vereinheitlicht. Und jeder Trader startet mit einem Kontostand von 100.000, in dem Fall sind es Schweizer Franken, aber 100.000 zum Beispiel Euro. Und das wird dann hier, jeder Top-Trader wird dann eben darauf dann auch normalisiert und startet mit dem gleichen Guthaben dann. Eine Übersicht zur Trade-Häufigkeit. Wenn man hier in der Trader-Rangliste sich das ansieht, dann kann man hier sehen, die Trades, dann kann man sich das pro Trade im Monat ansehen. Und hier, wenn man hier unseren Top-Trader, den wir heute gerade besprechen, Barbour, ansieht, dann sind hier 217,88 Trades pro Monat, die dieser Trader da handelt. Also wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, möchte ich natürlich gleich zum Abschluss kommen. Und ich hoffe, ich habe damit alle Fragen beantwortet. Und zwar kann man die Trades pro Monat hier sehen, indem man sich die Trader-Rangliste aufruft. Und hier hat man diese Spalte Trades pro Monat. Und hier hat man dann die Übersicht, wie oft in diesem Monat gehandelt wurde. Ich habe mir diese Frage nochmal angesehen. Okay. Also, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann sind wir natürlich weiterhin erreichbar, und zwar unter der E-Mail-Adresse service@iondo.com. Oder unter der Telefonnummer 069 9675 9007. Also ich bedanke mich für die Teilnahme und das Interesse und nächste Woche dann auch wieder. Heißt es Marktanalyse und Trading-Ideen. Ich wünsche eine interessante Trading-Woche. Auf Wiedersehen.